Hallo Freunde, was haben Nahrungsergänzungsmittel mit dem Spielen eines Instruments zu tun? Wenn ihr mich fragt, ziemlich viel, denn Nahrung ist Information. Alles, was wir essen, beeinflusst, was in unserem Körper passiert, wie wir uns fühlen und damit auch sehr stark, wie wir unser Instrument lernen und spielen. Eine Sache vorweg, fleißiges und vor allem systematisches Üben ist immer der Schlüssel für euren Fortschritt. Es geht hier also nicht um eine Pille, die euch am Instrument weiterbringt, aber es gibt Nahrungsergänzungsmittel, die euch unterstützen können, dass ihr euch mental besser fühlt, konzentrierter seid und auch körperlich leistungsfähiger, damit ihr dann in der Folge motivierter seid, effektiver üben könnt und dadurch mehr hängen bleibt. Leistungssportlerinnen haben ja auch nicht deswegen einen personalisierten Ernährungsplan, weil der alleine sie zum Olympiagold bringt, sondern weil er sie dabei unterstützt, beim Training noch ein paar Prozent mehr rauszuholen und auch schneller zu regenerieren, damit sie das Trainingspensum aushalten. Und wer von Profisportlern lernt und mehr sein möchte als nur eine Hobbymusikerin, schaut eben auch, wie sie beim Üben ein kleines bisschen mehr rausholen kann. Und sei es einfach nur, dass die Supplements helfen, mehr Energie zu haben, sodass man nach einem anstrengenden Arbeitstag oder vielleicht nach der Uni noch fit genug ist, um zu üben. Es geht also heute darum, wie Nahrungsergänzungsmittel helfen können, euch in die Lage zu versetzen, leistungs- und aufnahmefähig zu sein, nicht euch das Üben abzunehmen. Das klingt natürlich trotzdem immer noch ein bisschen dubios, aber ich meine, wer von euch trinkt Kaffee, Tee oder Energy Drinks? Koffein ist ein Supplement, um körperlich und geistig leistungsfähiger zu werden. Ihr führt eurem Körper bewusst einen Stoff zu, der euer Bewusstsein verändert, euch wacher und konzentrierter machen kann. Koffein lernt nicht für euch, aber es versetzt euch in einen Zustand, in dem ihr besser lernen könnt. Die Kraft muss immer aus euch selbst kommen. Aber es gibt Nähr- und Wirkstoffe, die euch helfen können, körperlich und mental länger durchzuhalten, schneller zu regenerieren und ausgeglichener zu sein, damit man seine Ziele motiviert verfolgen kann. Eine Aussage, die man in diesem Zusammenhang immer wieder hört, ist, dass man keine Supplements braucht, wenn man sich allgemein ausgewogen ernährt. Natürlich ist das schon mal die halbe Miete, aber bist du dir auch wirklich sicher, dass du das tust? Denn das ist leichter gesagt als getan, sich ausgewogen zu ernähren. Dazu müsste man nämlich mal mindestens 2 Wochen ein Ernährungstagebuch führen, alle Nährstoffe nachschlagen, den eigenen Bedarf errechnen und am besten noch ein Blutbild machen lassen. Ich habe all das tatsächlich mal gemacht und zusammen mit einem zusätzlichen DNA-Test kenne ich jetzt ziemlich genau meinen persönlichen Bedarf und meine Nährstoffversorgung und weiß, dass ich zum Beispiel bei meiner persönlichen Ernährungsweise neben Vitamin D3 und B12 auch Eiweiß ergänzen muss. Und für manche Vitamine und Spurenelemente, die man aus der Nahrung bekommen kann, müsste man so viel von einem bestimmten Lebensmittel essen, dass der negative Effekt von anderen Inhaltsstoffen dann überwiegt. Als Veganerin kann man viel Protein aus Hülsenfrüchten bekommen, aber wir alle wissen, welche Nebenwirkungen das mit sich bringt, wenn man sehr, sehr viel Linsen oder Kichererbsen isst. Da greift man dann lieber einfach mal zum Proteinshake. Oder die gesunden Fette aus Fisch, der aber oft mit Schwermetallen belastet ist. Außerdem sprechen wir gleich auch über Stoffe, die ihr definitiv nicht aus der normalen Nahrung bekommen könnt. Ernährung ist so ein komplexes Thema, aber eines mit größtem Potenzial. Selbst chronische Krankheiten können durch Ernährungsumstellungen gelindert werden. Und ja, wer sich ausgewogen ernährt, ist auf der sicheren Seite. Aber wer mehr als durchschnittlich sein möchte, muss auch mehr machen. Leistungssportler sehen das genauso und optimieren auch ihre Ernährung. Und auch Leistungsdenker können durch Supplements ihre Fähigkeiten unterstützen. Denn ein Musikinstrument zu lernen ist eine der mental forderndsten Tätigkeiten überhaupt und zudem manchmal auch körperlich sehr anspruchsvoll. Dieses Video ist aber keine Einkaufsliste, sondern ich gebe euch ein paar Anregungen und vor allem ein paar Beispiele, wie Supplements uns als Musikern helfen können. Es soll euch motivieren, dann selbst für euch weiterzusuchen. In diesem Video gibt es außerdem gleich 2 Rabattcodes für euch. Und was mir dabei ganz, ganz wichtig ist, keine Firma, die ich in diesem Video erwähne, bezahlt mich dafür, dass ich ihre Produkte platziere. Bei mir ist das immer andersrum. Ich teste sehr, sehr viel und wenn ich dann von etwas überzeugt bin, dann frage ich die Firma, ob sie euch die Chance gibt, die Produkte günstiger zu testen. Das war jetzt eine sehr lange Einführung, aber eine wichtige Grundlage, um einzuordnen, was ich euch jetzt erzähle. Und damit zum ersten Supplement. Und das ist eigentlich gar keins. Eher im Gegenteil.
aber ich finde, es ist das Allerwichtigste. Es ist die Elimination von Dingen, die schlecht für euch sind. Bevor ihr Supplements nehmt, die euch besser schlafen lassen, lasst ab 14 Uhr koffeinhaltige Getränke weg oder schaltet mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen alle Bildschirme aus. Bevor ihr euch einen überteuerten Super-Health-Smoothie kauft, lasst erstmal die Chips und die Cola weg. So einfach ist das. Also reduziert Lebensmittel, die schlecht für die Gesundheit sind, wie Zucker, rotes Fleisch, Weißbrot, Fertigprodukte, frittiertes Essen und so weiter. Alle die habe ich fast komplett von meinem Speiseplan eliminiert und ich bin sehr, sehr froh darüber. Ich fühle mich ziemlich fit und ausgeglichen und habe vor allem wenig Schwankungen in meinem Energielevel. Und das Allerwichtigste, was ich gemacht habe. Ich habe beim Gastroenterologen einen Test auf Unverträglichkeiten gemacht und bei einem privaten Labor dann noch einen weiteren, bei dem meine Nährstoffversorgung und vor allem weitere Intoleranzen untersucht wurden. Und das war eine der besten Sachen, die ich jemals für meine Gesundheit gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ihr Brain Fog kennt, Nebel im Hirn. Obwohl man genug geschlafen hat, sich gut ernährt und eigentlich fit sein sollte, ist man abgeschlagen, unmotiviert, fühlt sich einfach matschig und kann sich einfach nicht konzentrieren, nicht mal aufraffen, irgendwas zu tun. So, als würde man eine Bleiweste tragen und auch der Geist wird irgendwie von so einer unsichtbaren Kraft zurückgehalten. Und dazu kommt dann ganz gerne auch nochmal so ein Food Baby. Ich hatte das ziemlich oft und wusste einfach nicht, woran es lag. Ich habe probiert, verschiedene Sachen wegzulassen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich mal diesen Test gemacht und festgestellt, dass es nur ein paar Lebensmittel waren, die ich nicht vertrage und auf die ich nicht von allein gekommen wäre. Seitdem ich die komplett weggelassen habe, hatte ich ungelogen niemals wieder Brain Fog. Und das ist für mich eine hundertprozentige Steigerung meiner Lebensqualität. Gerade als jemand, der eigentlich viel Energie hat und vor allem auch viel geistige Arbeit macht, beim Schreiben meiner Videoskripts, beim Lernen von Songs oder beim Üben. Solche Tests sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, da die Aussagekraft nicht immer sehr hoch ist, aber bei mir scheint es ins Schwarze getroffen zu haben. Diese 100 Euro gehören zu den besten Investments in meine Gesundheit in meinem ganzen Leben. Und dankenswerterweise gibt der Anbieter Lykon euch die Chance, das auch mal auszuprobieren. Nämlich mit diesem Code bekommt ihr 15% Rabatt. Achtung, dieser Code ist nur einen Monat gültig, also jetzt oder nie. Folgt einfach dem Link in der Beschreibung. Ich habe den My Nutrition 100 Test gemacht, aber ihr könnt bei Lykon auch ganz andere Untersuchungen in Auftrag geben. Wenn ihr das mal ausprobiert, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie eure Erfahrungen damit sind. Ich habe übrigens noch mehr Tipps zum Thema Brain Fog. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ich dazu noch mal ein extra Video machen soll. Ein weiterer Punkt, wenn es um die Reduktion geht, ist das Fasten. Auch damit kann man Brain Fog kurzfristig bekämpfen. Ich mache jede Woche an mehreren Tagen Intervallfasten, das heißt, dass ich etwa 16 Stunden lang keine Kalorien zu mir nehme. Tatsächlich habe ich zum Beispiel gestern nach 8 Uhr nichts mehr gegessen und dann heute erst um 12 Uhr zu Mittag gegessen. Überraschenderweise macht mich das sehr konzentriert und ich habe mehr Energie, vor allem wenn ich das mal mehrere Tage hintereinander mache. Dieses Intermittent Fasting ist ja inzwischen ziemlich verbreitet, ziemlich bekannt, also will ich darauf hier nicht weiter eingehen. Nur der Hinweis ist wichtig, dass es immer sinnvoll ist, erstmal zu schauen, was man weglassen kann und dass Fasten mir persönlich geholfen hat, konzentrierter und wacher zu sein. Beim Fasten sollte man natürlich viel trinken und Koffein ist, wie erwähnt, ein super hilfreiches Supplement, um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, wacher und konzentrierter zu werden. Aber Kaffee macht mich persönlich nervös und zittrig und so gern ich Tee trinke, vertrage ich den nicht auf leeren Magen. Vielleicht ist das bei euch ja auch so. Dann ist vielleicht Guayusa etwas für euch. Das ist ein Tee, der recht viel Koffein enthält. Die Wirkung tritt aber sanfter ein und hält länger an, eher so wie bei grünem Tee. Guayusa enthält gesunde Inhaltsstoffe wie Polyphenole und vor allem L-Theanin, ein Stoff, der sich positiv auf die Konzentrationsfähigkeit auswirken soll. Sogar so sehr, dass man ihn tatsächlich auch einzeln als Kapseln kaufen kann. Aber dann trinke ich ihn lieber mit diesem Tee, der nicht bitter ist, eher süßlich, erdig, sehr anregend, aber ohne aufzuregen und damit die perfekte Ergänzung zum Fasten, wie ich persönlich finde. Ich kaufe den bei der Firma Guya, die sehr auf faire und ökologische Arbeitsbedingungen achtet, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und noch besser, mit diesem Code bekommt ihr über den Link in der Beschreibung auch 15% Rabatt. Checkt das unbedingt mal aus, die haben ein paar ziemlich coole Sorten, verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich mag am liebsten diese hier, die Dark-Variante. Und sie haben auch eine Kaffeemischung, also eine Mischung aus diesem Guayusa-Tee pulverisiert mit Kaffee. Habt ihr die Wirkung von Guayusa
und Kaffee zusammen. Also es macht schnell wach und hält auch lange wach. Finde ich ziemlich cool. Das waren jetzt zwei eher allgemeine Themen. Es soll ja wirklich darum gehen, ob und wie Supplements uns konkret am Instrument helfen können. Also wie speziell Musiker von Nahrungsergänzungsmitteln profitieren können. Ein Instrument zu üben kann ja körperlich ziemlich anspruchsvoll sein, gerade Schlagzeug, aber auch andere Instrumente. Zwei Elektrolyte, die für die An- und Entspannung der Muskulatur wichtig sind, sind Kalium und Magnesium. Wenn ihr beim Üben verkrampft oder euch danach nicht gut entspannen könnt, dann solltet ihr natürlich vor allem zuerst mal an eurer Technik feilen, gucken, ob es daran vielleicht liegt. Aber vielleicht kann euch ein Supplement auch hier unterstützen. Magnesiumpräparate bringen euch aber tatsächlich nur was, wenn ihr wirklich eine Unterversorgung habt. Viel hilft hier nicht viel. Und eine Kaliumüberdosierung kann tatsächlich auch gefährlich werden. Also auch hier testet am besten mal eure Blutwerte und besprecht mögliche Probleme, vielleicht durch Vorerkrankungen mit eurer Ärztin. Aber wenn ihr beim Üben ordentlich ins Schwitzen kommt und auch eure Koordination herausfordert, guckt besonders die Extreme Metal Drummer an, dann könnte es sehr helfen, diese Elektrolyte zu supplementieren. Wenn ihr hingegen mit den Gelenken Probleme habt, die besonders beansprucht werden, dann hilft euch vielleicht dieser Tipp. Die Kombination aus Muskatnuss, Kreuzkümmel und Koriandersaat lindert erwiesenermaßen Gelenkschmerzen, vor allem bei Arthrosepatienten. Jeweils eine Messerspitze zum Essen, ein bis zweimal pro Tag, soll die Durchblutung der Gelenkgefäße anregen, entkrampfen und auch das Immunsystem anregen. Ich habe mir diese Gewürze einfach mal in einem Zuckerstreuer in einer großen Menge zusammengemischt und nehme immer mal wieder einen Teelöffel dieser Mixtur nach sehr anstrengenden Übesessions oder wenn ich sonst meine Gelenke stark gefordert habe, auch vor oder nach einem ziemlich anstrengenden oder ausgiebigen Workout. Das ist also was, das euch helfen kann, ganz spezielle Belastungen ein bisschen zu puffern und euch bei der Regeneration zu helfen. Und zum Schluss noch ein Wort zu Nootropics, also Mitteln, die eine Wirkung auf das zentrale Nervensystem haben und die Gehirnleistung verbessern sollen. Jetzt schrillen bei einigen von euch wahrscheinlich die Alarmglocken und das auch völlig zu Recht, denn hier wird tatsächlich ziemlich viel versprochen, während die Studienlage nicht besonders gut ist. Es gibt unzählige Präparate, die angeblich die Konzentration und auch das Erinnerungsvermögen verbessern sollen. Einige davon sind rezeptpflichtig und sollten nicht ohne Aufsicht eingenommen werden und manche sind in ihrer Wirkung einfach noch nicht belegt. Hier muss man also ziemlich vorsichtig sein und sich gut informieren. Das Thema ist auch viel zu groß, um das hier abzudecken. Dafür gibt es andere Quellen. Ich habe schon verschiedene Nootropic Stacks ausprobiert, wie diese hier. Das sind Kombipräparate mit verschiedenen Bestandteilen. Mein Eindruck war, dass sie mich mit wenigen Ausnahmen nicht konzentrierter gemacht haben, aber dass ich, wenn ich bereits wach und motiviert war, einfach länger durchgehalten habe und auch am nächsten Tag schnell wieder mental fit war. Es hat also meine mentale Ausdauer und Regenerationsfähigkeit unterstützt. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass das ein Placebo-Effekt war. Leider gibt es keine Doppelblindstudien zu diesen Präparaten, nur tolle Werbeversprechen. Hoffentlich ändert sich das bald, denn das Potenzial scheint definitiv da zu sein. Aber ein Supplement möchte ich doch konkret erwähnen, weil die Wirkung einfach so deutlich ist. Und das ist Rosenwurzextrakt oder Rhodiola rosea. Das ist ein natürliches Mittel, das die Stimmung hebt, wie zum Beispiel auch Johanniskraut, wird ja auch in der Drogerie oder in der Apotheke verkauft. Und nicht nur das, es gibt auch einen Energieschub, ganz ohne Koffein. Das wirkt unheimlich schnell und fühlt sich an, als hätte man ein richtig erfrischendes Nickerchen gemacht. Deshalb nennen manche Rhodiola rosea auch a nap in a pill. Wenn ihr also motiviert seid, wenn ihr was reißen wollt, aber vielleicht erst abends, zum Beispiel nach der Arbeit, üben könnt oder was ihr sonst verfolgt und es euch einfach nervt, dass ihr dann schlapp seid, dann ist das vielleicht das perfekte Supplement für euch. Ein kleiner Tipp, nehmt es auf leeren Magen und verbindet es vielleicht mit einem kurzen Powernap. Das erfrischt euch doppelt und ist auch nochmal eine Zäsur, so ein kleiner Reset. Das mache ich ganz gerne mal am Nachmittag, um mir nochmal einen Boost bis zum Abend zu geben. Oder auch morgens, wenn ich mich mal ganz besonders schlapp fühle, da hilft es mir einfach schneller aus dem Quark zu kommen. Die Lust und die Motivation müssen natürlich grundlegend aus euch selbst kommen. Eine Pille macht euch nicht glücklich, es fängt immer in uns selbst an, meistens mit einer Entscheidung. Aber wer seinen Job liebt und wer es weit bringen möchte, sich deshalb manchmal auch unter Druck setzt oder einfach übernimmt oder wie ich auch mal zu depressiven Verstimmungen oder Angstzuständen und Panikattacken neigt, für den kann es das Richtige sein. Es hilft uns in schweren Zeiten bei Laune zu bleiben und nicht durch die Kapseln glücklich zu werden,
aber dadurch, dass wir dank ihrer Hilfe vorankommen und den Erfolg spüren. Neben den Nootropica gibt es auch noch die Pilzextrakte, die in letzter Zeit ja an Bedeutung gewonnen haben und zum Glück auch ihren schlechten Ruf als Magic Mushrooms abgelegt haben. Auch die möchte ich nur am Rande erwähnen und auch keine konkreten Hinweise geben, weil das Feld auch einfach viel zu groß ist und ich mich damit zu wenig auskenne. Aber auch hier gibt es ziemlich viel Wertvolles zu entdecken, traditionelle Medizin, die teilweise durch wissenschaftliche Methoden bestätigt wurde. Wer mag, kann sich damit also weiter befassen. Hier gibt es zum Beispiel Extrakte, die tatsächlich nachweislich das Erinnerungsvermögen verbessern. Vielleicht ganz besonders wichtig, wenn ihr viele Songs auswendig lernen sollt oder frei sprechen sollt. Dieses Video sollte sowieso keine Zusammenfassung oder ein Überblick sein, sondern ich wollte euch nur 5 ziemlich unterschiedliche Beispiele geben, wie Supplements uns tatsächlich konkret helfen können, unser Instrument effektiver zu üben, indem sie unsere allgemeine Gesundheit stärken, uns helfen, starke Belastungen zu puffern und uns auch schneller zu regenerieren, unsere Laune und Motivation zu heben und die Konzentration zu unterstützen, um uns damit in die Lage zu versetzen, das, was wir so lieben, noch mehr und noch besser tun zu können. In meinem Fall heißt das, dass ich einfach länger durchhalte, wenn ich an einem Tag ein Videoskript schreibe, ein neues Video schneide, Unterricht gebe und dann vielleicht selbst noch üben möchte oder eine Probe habe. Alles Dinge, die ich liebe, aber viel Energie und vor allem Konzentration verlangen. Und lustigerweise trifft das alles auf den heutigen Tag zu. Ich habe heute Morgen das Skript für dieses Video zu Ende geschrieben, dann ein neues Video geschnitten, danach Unterricht gegeben, hatte danach noch eine Probe. Jetzt ist es 9 Uhr abends und ich filme dieses Video für euch. Und ich sage ja immer, was euch hilft, am Instrument weiterzukommen, davon könnt ihr auch in anderen Lebenslagen profitieren. Und was euch allgemein persönlich weiterbringt, das hilft euch auch am Instrument. Also, wer sich gesund ernährt und darüber hinaus für seine speziellen Bedürfnisse noch Supplements hinzuzieht, hat die Chance, gesund zu leben, sich wach, fit und leistungsfähig zu fühlen. Und so hat man mehr Energie und Lebensfreude und alles profitiert davon, auch das Instrument. Das ist die Idee. Diese Grundidee war übrigens immer schon eine der wichtigsten Grundlagen dieses Kanals und auch meiner Workshops. Das Instrument mit dem Mindset von Profisportlern lernen. Also nicht nur fleißig üben, sondern auch all die Dinge optimieren, die drumherum sind, die uns in die Lage versetzen, motivierter, gesünder und effektiver zu üben. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviert auch das Glockensymbol und schaut euch gern mal in meiner Playlist zum effektiven Üben um, da gibt es noch eine Menge mehr Videos. Und schreibt mir jetzt noch gerne in die Kommentare, was für spezielle Supplements ihr persönlich benutzt und warum. Ich bin mir ziemlich sicher, da wird sich zeigen, wie vielfältig die Herangehensweise hier sein kann. Bin sehr gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Like. Das hilft immer weiter, weil der YouTube-Algorithmus dadurch merkt, dass es relevant ist und zeigt das Video dann auch anderen Usern an. So könnt ihr diesen Kanal tatsächlich ganz einfach unterstützen. Wenn ihr mir darüber hinaus noch weiterhelfen wollt, könnt ihr auf Patreon dabei sein. Da spendet ihr pro Monat einen ganz kleinen Betrag und habt Zugang zu einem speziellen Bereich mit Bonusmaterial, exklusiven Videos, bekommt persönliche Geschenke von mir und vor allem einmal im Jahr einen ganztägigen Workshop. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem nächsten. Der findet am 13.08.2022 statt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, jeden Donnerstag um 18 Uhr. Bis dahin macht's gut. Ciao.